Hallo, hier haben wir die Waffenkonfiguration bei Call of Duty Black Ops 3. Aktuell noch in der Beta-Phase. Da haben wir wieder die eigenen Klassen, die wir frei konfigurieren können mit Waffen. Dazu gibt es Freischaltungen, mit denen man sich dann die Waffen kaufen kann. Allerdings haben die Waffen jeweils auch eine Levelgrenze, wie sie immer hier Level 19, die werden dann freigeschaltet. Dann könnt ihr die für die Freischalt-Tokens kaufen. Hier wiederum seht ihr oben Plätze. Kann man einen frei machen. Ihr habt 10 Plätze, mit denen ihr hier auf eure Sachen wie Primärwaffe oder Extras verteilen könnt. Beim Primärwaffen gibt es wieder Visiere, verschiedene Reflex, Aufklärungs- oder hier unten ein Thermalvisier. Das wird dann später freigeschaltet. Die müsst ihr euch nicht extra durch Freischalt-Tokens kaufen. Und dazu gibt es noch Aufsätze, verschiedene. Seht ihr, ich habe noch nicht viele freigeschaltet. Ich spiele es erst sehr kurz. Mit jedem Waffenlevel, es gibt wieder ein normales Spielerlevel als auch Waffenlevel. Waffenlevel sind dann nur waffenspezifische Freischaltungen. Hier unten sehen wir nochmal, was es dann zum Freischalten für Spielsachen gibt. Und auch Extras sind wieder mit von der Partie. Hier sechster Sinn, da sieht man, das ist neu, da sieht man, wo die Feinde hinlaufen auf der Minikarte, wenn sie denn schießen. Hier nochmal hier einen kurzen Überblick. Ja, Waffen sind diesmal alles frei erfundene. Ein paar geheime muss man wahrscheinlich später dann freischalten. Und neben diesen Klassen gibt es diesmal Spezialisten, die man sich hier raussuchen kann. Die kann man auch mit diesen Freischalt-Tokens freischalten. Und die haben jeweils zwei Fähigkeiten, die man freischalten kann und dann in-game nutzen kann. Mit L1 und R1 werden die dann gezündet. Die laden sich mit der Zeit auf und sind dann eine Art Superfähigkeiten. Wobei jetzt vieles noch nicht so nützlich für mich war. Zum Beispiel Prophet, der hat eine Blitzwaffe, die Blitze schießt, aber meistens komme ich dann mit einem normalen Gewehr besser, also es hat mir noch keinen Mehrwert gebracht. Hier ist ganz gut, da kriegt man kurze Zeit eine Rüstung, mit der man quasi unverwundbar wird. Das hält nur ein paar Sekunden an. Aber finde ich manchmal schon nützlicher, obwohl man die auch wieder am richtigen Zeitpunkt zünden muss. Wenn man Gegner sieht, schnell zünden und dann auf dem Pad umgreifen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Punkteserien, wo ich quasi noch nichts weiter freigeschalten habe, außer die Standardsachen. Ich bin jetzt gerade Level 6 geworden, deswegen gibt es hier noch nicht viel zur Auswahl, dann später vielleicht. Ist ganz übersichtlich gestaltet. Ja.